Bis zur nächsten Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober muss zwar noch ein bisschen Zeit vergehen, aber nichtsdestotrotz will ich mal wieder mit euch auf den aktuellen Stand der Umfragewerte blicken und der Stand der Dinge für dieses Video ist der gestrige Samstag, der 16. Juli. Für dieses Video von Bedeutung ist einzig und alleine das Umfrageergebnis von Infratest DiMa vom 6. Juli. Die anderen beiden, die ihr hier sehen könnt, die habe ich mal stehen gelassen. Ich hatte das Video im Prinzip zu einem anderen Zeitpunkt schon vorbereitet gehabt. Und jetzt sind diese Umfrageergebnisse doch ein bisschen zu alt. Auch wenn man sagen kann, naja, so viel ist vielleicht auch gar nicht passiert in Niedersachsen. Ich will mich allerdings hier nur mal mit Infratest DiMa im Wesentlichen befassen. Ja, wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Dazu sage ich an dieser Stelle erst einmal, dass die SPD aktuell den Ministerpräsidenten mit Stefan Weil stellt und die SPD in einer Regierung mit der CDU zusammen ist. Und das ist die letzte Zweierkoalition bestehend aus SPD und CDU, die es auf Landesebene in Deutschland gibt. Ansonsten, wenn es mal SPD und CDU-Koalitionen gibt auf Landesebene, dann ist da immer noch ein dritter Partner dabei. Also die letzte der sogenannten großen Koalitionen, die findet man in Niedersachsen. Und ja, jetzt wollen wir mal auch im Laufe dieses Videos schauen, ob denn diese Koalitionsoption nach der Wahl noch eine Chance haben wird. Ja, also wie sieht es jetzt erst einmal aus, wenn wir auf die Positionen schauen? Ganz vorne liegt die SPD von Stefan Weil. Sie kommt allerdings nur so auf 30%. Das sieht man ja auch bei den anderen beiden Umfrageergebnissen. Und damit muss sie mit klaren Einbußen im Vergleich zur letzten Landtagswahl rechnen. Und ja, das schlechteste Wahlergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen, das waren 30,3% im Jahr 2008. Und aktuell ist es nicht ausgeschlossen, dass die SPD also auf einen historischen Tiefstand fallen wird. Nichtsdestotrotz sieht es aktuell aber auch so aus, als dass die SPD Rang 1 behalten könnte. Das wäre dann schon sehr wichtig, wenn es darum geht, in Koalition der stärkere Partner zu sein. Ja, dann gehen wir mal weiter zur CDU, die liegt auf dem zweiten Rang. Auch die CDU muss mit klaren Verlusten rechnen im Vergleich zur letzten Landtagswahl. 2017 hatte man 33,6% erzielt, jetzt bei Infratest DiMa liegt man bei 27% und das wäre ein Minus von 6,6 Prozentpunkte und damit kommt die CDU zwar nicht an ihr historisch schlechtestes Ergebnis ran, das war 19,9% im Jahre 1947, aber das drittschlechteste Ergebnis mit 26,6% ist tatsächlich in Gefahr und das wurde damals 1955 erzielt. Also die CDU hat gerade in den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland in Niedersachsen sehr verhältnismäßig dann eben sehr schlechte Ergebnisse erzielt. 19,9% 1947, 23,7% 1951 und 26,6% 1955. Das sind die bis jetzt immer noch drei schlechtesten Ergebnisse bei Landtagswahlen in Niedersachsen. Ja, hinter SPD und CDU sehen wir eine ziemlich starke Grüne, die mit 22% hier aufwartet bei Infratest DiMAP. Das ist ein massives und deutliches Plus im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Da hatte man im Vergleich dazu gerade mal nur 8,7% geholt. Und die Grünen werden sehr wahrscheinlich auch das bis dato beste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen klar einstellen und übertreffen. 13,7% aus dem Jahr 2013 sollten ja dieses Mal locker drinne sein und man steuert ja auf ein Ergebnis von 20 plus zu. Ja, wobei bei INSA könnte man sagen, naja, muss man nochmal schauen, aber laut Forsa und Infratest DiMAP waren es zuletzt klar über 20%. Ja, und nach diesen großen drei kommt erstmal lange nichts und dann kommt ein Zweikampf zwischen der FDP und der AfD, wenn es um den vierten Rang geht. Bei Infratest DiMAP hat die FDP die Nase vorne, bei Forsa könnt ihr sehen, da hatte da die AfD die Nase vorne. Also das ist eine umkämpfte Position. Die FDP kommt aktuell auf 7%, liegt damit in etwa auf dem Niveau der letzten Landtagswahl und das gleiche gilt auch für die AfD. Mit den 6% bei Infratest DiMAP liegt man eben auf dem Niveau der letzten Landtagswahl. Und die Linke, die hat, so wie es aussieht, mal wieder keine Chance, in den Landtag in Niedersachsen einzuziehen. Insgesamt ist ihr das auch nur einmal geglückt in ihrer Geschichte, nämlich 2008. Da hat man 7,1% geholt und ist eben in den Landtag eingezogen. Aber ansonsten hat man nie die 5%-Hürde gerissen, also übertroffen. 2017 hat man das zweitbeste Ergebnis mit eben 4,6% erzielt. Ja, und die sonstigen Parteien, die liegen hier bei 5%. Da ist aber nicht bekannt, dass eine der sonstigen Parteien wirklich gute Chancen hat, die 5%-Hürde zu überspringen. Wenn wir jetzt auf Gewinne und Verluste blicken im Vergleich zur letzten Landtagswahl, dann sehen wir da diesen großen Gewinnerbalken bei den Grünen mit plus 13,3 Prozentpunkten. Die sonstigen liegen insgesamt bei plus 2,5 Prozentpunkte. Und ja, dann haben wir die FDP und die AfD, die das Niveau mehr oder weniger halten, die Linke mit
Verlusten von 1,6 Prozentpunkten. Und dann haben wir die beiden großen Verlierer, nämlich die SPD und die CDU mit Verlusten von 6,9 Prozentpunkten bzw. 6,6 Prozentpunkten. Also die aktuellen Regierungsparteien, die scheinen im Oktober doch deutlich abgestraft zu werden bzw. deutliche Verluste hinnehmen zu müssen. So, kommen wir jetzt zur Sitzverteilungsprognose und den Koalitionsoptionen. Hier oben gibt es schon eine Angabe, die gleich noch wichtig werden wird. Die habe ich jetzt einfach nicht animiert. Es gibt 135 Sitze, die regulär im Landtag vergeben werden. 68 sind zur absoluten Mehrheit notwendig. Die SPD kommt auf 44 Sitze, die Grünen auf 32, die FDP auf 10, die CDU auf 40, die AfD auf 8. Und ja, dann haben wir noch einen Sitz übrig und den können wir aktuell eben nicht zuteilen. Der würde entweder an die SPD oder die Grünen oder die AfD entfallen. Und demzufolge gibt es hier bei den Koalitionsoptionen auch in vielen Fällen zwei Zahlenangaben, nämlich einmal einen Zahlenwert, den diese Koalition mindestens hätte und dann einen Zahlenwert, den die Koalition eben maximal hätte. Also zum Beispiel hier bei SPD plus Grüne kann es ja sein, dass die AfD diesen Sitz bekommt, dann bleibt es eben bei 76 Sitzen für SPD plus Grüne. Es kann aber auch sein, dass entweder die SPD oder die Grünen diesen einen Sitz bekommen würden. Und dann hätten die Grünen eben zusammen mit der SPD 77 Sitze. Also deswegen hier zwei Zahlenangaben. Für die reinen Koalitionsoptionen hat das aber keine Effekte. Also alle grün markierten Koalitionsoptionen hätten auch ohne diesen einen weiteren Sitz schon eine absolute Mehrheit. Und was wir sehen können, ist einfach, dass nach der Wahl mit einem Zweierbündnis zu rechnen ist. Und da gibt es drei Möglichkeiten aktuell. Die SPD könnte mit der CDU weitermachen. Die SPD könnte da den Ministerpräsidenten stellen. Dieses Bündnis hätte auch die größte absolute Mehrheit. Die SPD könnte aber auch sagen, nein, sie möchte Rot-Grün neu aufleben lassen. Das wäre ja meines Erachtens auch sehr naheliegend, dass man das möchte. Und dann hätte man eben auch eine absolute Mehrheit, die momentan auch einigermaßen solide ist. Und die CDU ihrerseits könnte mit den Grünen ein Bündnis bilden und so den Ministerpräsidenten stellen. Das wäre dann Bernd Althusmann. Und dieses Bündnis hätte aktuell auch eine absolute Mehrheit. Wie wir sehen können, könnten die Grünen sehr, sehr wichtig werden nach der Wahl, wie so oft auch in letzter Zeit. Die Grünen könnten aber auch selbst noch einen Coup landen. Wenn sie nämlich irgendwie auf den zweiten Rang kommen könnten, dann hätten sie sehr wahrscheinlich auch die Chance, das Amt des Ministerpräsidenten zu bekleiden. Und das könnte dann sehr, sehr spannend werden, was in diesem Fall passieren würde. Also ob die Grünen sich dann durchsetzen würden und eine Koalition bilden könnten unter ihrer Führung oder ob sie doch als Juniorpartner in eine andere Koalition gehen müssten. Ja, das ist also der aktuelle Stand der Dinge. Wie eingangs gesagt, die Landtagswahl selbst, die findet am 9. Oktober statt. Also ist noch ein bisschen hin. Und das soll es jetzt zu diesem Video gewesen sein.